Ich werfe den Blick zu Herrn Moseland rüber und Herr Moseland, was machen Sie eigentlich beruflich? Ich habe das doch schon gesagt, ich bin Arzt. Ach Gott, hat er gesagt, ich konnte nicht. Ja, ja, stimmt, habe ich das vorhin wohl überhört, das tut mir sehr leid. Kein Problem, kein Problem. Ja, jetzt haben wir ja fast alle durch, von der Emily weiß man nicht. Nee, Emily weiß man nicht. Durch die Zeitung. Mhm. Ja, durch die Zeitung. Hätte ich jetzt, ich habe die Geschichte. Also Emilys beruflicher Hintergrund stand jetzt nicht in der Zeitung. Entscheidest du jetzt einfach? Okay. Ja, das entscheide ich jetzt. Gut, okay. Miss Moore, jetzt haben die Herrschaften hier alle ihren Beruf preisgegeben. Darf ich denn mal ganz freundlich fragen, was Sie vom Beruf machen? Ja, also Emily ist etwas bleich geworden angesichts der Erinnerung an die Sache im Weingut und stottert dann vor sich. Ich verkaufe Bücher. Bücher, ja. Ich möchte nur gerade ganz kurz einhalten. Lieber Patrick, wenn doch die werte Frau spricht, ich möchte dich gern an deine Achillessehne und an deinen Arschentyp erinnern. Ganz ruhig. Was? Gut. Okay. Das ist der Grund, warum ich die Charakterbögen brauche. Ne? Ach so, siehste, wo stand die Achillessehne, bitte? Direkt in Persönlichkeit, sag mal, das siebte von unten, glaube ich, war das. Also, ich stupse Mr. Dark nochmal an und flüstere ihn ins Ohr. Du, normalerweise bin ich ja echter Frauenheld, ne? Aber die kleine Schreckschaube da drüben, die kannst du ruhig behalten. Oh. Emily! Na, Horschen bitte! 35! Wer sich würfeln? Ja, du würfeln! 35, los, go! Ich glaube, das. Oh! Du hast Ohren wie ein Luchs. Du hast diese Bemerkung natürlich gehört. Soll ich jetzt noch was dazu sagen oder kann ich mich da erstmal raushalten, weil sie es sofort gehört hat und sie sofort darauf eingeht? Du kannst gerne erst was dazu sagen. Ja, weil, ja gut, jetzt kann ich mich aus der Affäre ziehen und drehe mir einfach so den Kopf weg. Ich habe die Aktion zwar gehört, aber es interessiert mich halt nicht. Ja, ich sag nur, erstaunlich, dass manche Männer egozentrisch genug sind, ihre Meinung für wichtig zu halten. 1-0 für Emily. Und dreh mich zur Seite. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Ich sagte, ich räusper mich kurz und dreh mich dann zur Seite. Heieiei. So. Übrigens, ich wurde gerade darauf hingewiesen, ich bin übrigens nicht CIA, sondern FBI. Hast du nicht mal gesagt gehabt, FBI ist... Ich hab nachgeguckt. CIA ist 47, FBI 1908. Hatten wir die Diskussion nicht schon vor Ewigkeiten? Ja, hatten wir. So, warte mal, dann tue ich mir das gerade mal eintragen. Bei mir, dass uns das nicht nochmal... Also doch FBI. Du? So, warte mal. Beruf Agent beim FBI. Kennst du denn auch das Motto des FBIs? Allzeit bereit? Nein. Hast du nicht aufgepasst bei The Big Bang Theory? Also mein Motto ist, I still believe. Dave, teile es doch mit uns. Du merkst jetzt, dass ich aufgepasst habe, ne? Nein. Komm, trau dich. Nein, ich weiß es echt nicht. Ich möchte gerade mal anmerken, wir sind jetzt seit einer Stunde dran. Wir sind eigentlich noch in dem Teil, der schnell vorübergeht. Du kennst das doch. Ich wollte gerade sagen, ich muss sagen, ich finde das auch gut so. Ja, natürlich, macht ja auch Spaß. So, also, die Charaktere unterhalten sich schön. Es betreten allerdings neben euch fünf Pappnasen noch nun... Pappnasen, wir wollen keinen Sexismus hier aufkommen lassen. Nasen, ja. Nasinnen. Drei weitere Personen den Raum. Wiederum das, was der gute Patrick schon vorher gesehen hat. Haben wir den Mann Mitte 50. Dann den jungen, offensichtlich Europäer, Mitte 20. Und rein von seiner Aufmachung her, definitiv auch ein Europäer. Mitte 40, der einen sehr adligen Anzug anhat, der auch Orden behangen ist. Dieser Mann setzt sich an einen der Tische für sich allein, dass er seine Ruhe hat, während die beiden anderen, also der Mann Mitte 50 und der Mann Mitte 20, sich zusammen an den Dreiertisch setzen. Die Zeit vergeht mittlerweile ein bisschen. Eine halbe Stunde ist nur vergangen, seit der Zug sich in Bewegung gesetzt hat.
Und es wird allmählich das Abendessen gereicht. Das Abendessen in seiner Fülle, umblättern, besteht in der Vorspeise aus einer klaren Brühe. Danach gibt es kaltes Roastbeef mit Tartarentunke und Bratkartoffeln. Und abschließend zum Wohle des, zum Gedenken des guten Hercule, einen französischen Käse. So. Die drei anderen Gäste des Waggons neben euch genießen ihr Essen, ja, sag mal, recht für sich. So. Mhm. Wollt ihr jetzt gerade mal einsteigen? Du sagtest, einer der Herren sei sehr gut betucht. Ja. Ja, gut, das fällt mir halt auf. Erfasse ihn, sag ich jetzt mal so mit meinem Blick. Ja, ja, immer den Beruf vor Augen. Mit deiner geistigen Hand. Mit meiner geistigen Hand. Okay, das ist auch nicht... Genau, die immer noch in Handschuhen eingepackt sind, alle beide. Ja, ja. So, ich beobachte Damien und sehe natürlich, wie er seinen Blick auf diesen Mann richtet. Stupse ihn ganz leicht an und sag, Jungchen, komm, das hat vorhin schon nicht geklappt, jetzt lass es einfach. Ich weiß immer noch nicht, wovon sie reden. Ich verdrehe die Augen und gucke wieder nach vorne. Also ich muss ja sagen, ne, diese Franzosen, die machen echt einen guten Käse. Ich weiß echt nicht, warum wir damals gegen die gekämpft haben. Vielleicht ging es nicht um Käse. Ja, also ich persönlich bin kein Freund von französischem Käse. Und wenn sie wollen, können sie gern meinen haben. Ja, bitte, gerne. Danke. Ist schon faszinierend, wenn man bedenkt, dass Käse schimmelige Milch ist. ja, Entschuldigung. Ja, ich sehe mich um und gucke, ob ich den Boy finde, weil mein Bierglas mal wieder leer ist. Der gute Boy ist seiner 10 Dollar bewusst, die du ihm zugesteckt hast, hat natürlich bemerkt, dass dein Glas leer ist. Sehr schön. Und kommt auch abrupt angehechtet und stellt dir ein neues hin. Bitte sehr, Sir, Ihr Getränk. Dankeschön. Jungchen, warte mal eben ganz kurz. Frag mal die anderen, ob die auch noch was zu trinken haben möchten. Weil du gerade so schön sagst, Jungchen, du weißt schon, dass er kein 20er älter ist als so, du. Hatte ich nicht mitbekommen gehabt. Nur weil der Boy heißt. Nee, ja, Boys. Das hat dich jetzt irritiert, Entschuldigung. Der heißt Boys, der ist gut 20er älter als du, Kollege. Ja, Entschuldigense. Wer daher dann halt? Wer daher? Könnten Sie die anderen am Tisch vielleicht auch mal fragen, was sie denn noch gerne zu trinken haben möchten? Natürlich, Sir, das ist meine Aufgabe hier. Da wir gerade ja beim Dessert sind, hätte ich nichts gegen einen guten Sherry einzusetzen. Selbstverständlich, Sir. Darf es für den Rest der Mannschaft noch was sein? Haben Sie irgendwas, was aus Deutschland kommt? Bier. Bitburger. Wir haben tatsächlich, um der unserer Heimat auch zu gedenken, dafür gesorgt, dass wir bayerisches Hofbräu-Bier hier haben. Mmh. Bayerisches Hofbräu? Weizen, meinen Sie? Ja. Perfekt, ich liebe Weizen. Ich war schon damals gerne in Bayern immer. Hat der Boy aber Glück gehabt. der Kollege heißt übrigens Beust. Da nehme ich ein Glas. Ah, ja, ja. Der heißt Beust mit Zt. Beust. Ja, das hast du die ganze Zeit so ausgedrückt, als wenn der Boy heißen würde. Man hat doch früher zu den Pagen auch gesagt, Boy. Hör mal Boy, komm mal her. Ich habe nur einmal gesagt, dass der Friedhelm Beust heißt. Ja, so. Habe ich auf Zettel stehen, ja. Ja, und darum ist auch unser guter Damien gerade, dass es ein Bub ist, ne? Ich hab wirklich die ganze Zeit tatsächlich Boy verstanden. Nee, Beust. Also zur Korrektur, er heißt Beust. Wieder den Beust am Anfang habe ich mitgekriegt und später habe ich gedacht, das wäre ein extra Boy, der quasi für den Service zuständig ist. Nein. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Sehr schön. Also, ich habe schon seit Anfang an Beust verstanden. Ich weiß gar nicht, wie er. Du bist alles taub. Ja, ich habe jetzt oft gesprochen. Entschuldigung. Ja, so. Eine gute Horchenprobe war es. So. Aber. Der für sich sitzende, prunkvoll behangene Fahrgast, Mitte 40, dem ist natürlich nicht entgangen in seiner mega Geilheit. Sehr schön gesprochen. Gell? Okay, warte mal kurz. Oder habe ich hier dem seine Werte? Ja, sowas. Moment. Keine Werte. Ja, der hat Werte. Ja, sowas leider nicht. Egal. Ist natürlich entgangen, dass der gute Damien und der Patrick ihn angeschaut haben. Ja, okay.
Bevor jetzt wieder die Diskussion losgeht, was ich gesagt habe, habe kurz rüber gesehen. Ich starre den nicht die ganze Zeit an. Du hast gesagt, dir ist es auffallend, du hast ihn angeschaut. Ja, wie schaust du denn jemanden an? Guckst du die ganze Zeit? Du hast nicht gesagt, lieber Dave. Seine genauen Worte waren, er hat ihn fixiert. Also ich nehme meinen Spiegel dafür. Okay, also, ihm ist auf jeden Fall auffallen, dass ihr geschaut habt. Und ihm ist auch aufgefallen, dass ihr rein von eurem Aussehen her nicht unbedingt zu der, sag mal, Stammkundschaft einer solch noblen Zugreise gehören würdet. Moment, ich trage einen schicken Anzug. Ach, deine Mama, so. So, er geht auf jeden Fall so zu euch hinüber. Schönen guten Abend, werte Gentlemen und natürlich guten Abend, werte Lady. Der gute Mann hält seine Hand offen und erbittet nach der Hand von Emily. Bekommt er? So. Karl-Heinz Schlenk, Freiherr von Richtenberg, mein Name. Oh mein Gott. Emily Moore, Buchhändlerin aus Boston. wie ich auch Ihrem Tischschild entnehmen kann, sind Sie bestimmt die Truppe, die das Preisausschreiben zu dieser Zugfahrt gewonnen hat. Das Wort Truppe ist ein bisschen herabfallend, mein Herr. Man könnte sagen, die Glücklichen. Aber ja, inhaltlich ist das richtig, auch wenn die Herren sich jetzt offenbar um Worte streiten wollen. Sie müssen mich entschuldigen, ich bin noch nicht lange hier in den Vereinigten Staaten. Ich selber komme aus dem preußischen Hochadel. Ich bin Besitzer mehrerer Fabriken drüben in Deutschland. Ist es nicht eine Schande? Ich weiß nicht, wie das hier bei Ihnen ist, aber finden Sie nicht auch, dass es eine Schande ist, dass die Monarchie zusammengebrochen ist? Damals wusste man noch, wer man war. Also ganz ehrlich, mein guter Herr, wir sind hier in dem besten Land, in das es jemals geben wird. Und Monarchie... Fucking USA. Monarchie, was will man denn damit? Demokratie ist das Einzige, was wir haben. Wir brauchen. So sieht's nämlich aus. Naja, ich sehe das ein bisschen anders. Das ist mir klar, dass sie das anders sehen, im großen Land. Erst einmal, klar, Monarchie, gut und schön. Aber man muss ja bedenken, erstmal, wer hat den Krieg damals angefangen? Das war Österreich. Und vor allen Dingen, gut, da gab es damals diesen Vertrag. Das ist ein bisschen dumm gelaufen, aber unser Kaiser wollte, sie sind ein bisschen älter, guter Herr, ne? Aber die Geschichtsstunde brauchen wir jetzt hier nicht an der Stelle. Dankeschön. Mal abgesehen davon, Sie wissen schon, dass nicht einfach die Österreicher den Krieg begonnen haben, sondern dass es ein tschechischer Attentäter war, der letztendlich den Krieg ausgelöst hat. Ein Serbe. Da die Geschichtsstunde anscheinend weitergeht, geht der gute Damien hin und versucht seinen Frust zu ertrinken und ex das Glas bitte einmal. Also da mich die europäische Geschichte null interessiert als Amerikaner, ignoriere ich die beiden und zünd mir einfach eine Zigarette an. Und ich biete in der Runde noch diesen Zigarette an von einem guten Voltaire. ich nehme eine Voltaire. Eine Folter? Ich lehne dankend ab. Emily? Nein, danke. Sehr freundlich, aber... Herr Moseland war Ihr Name. Habe ich das richtig aufgeschrieben? Genau, Reinhard Moseland. Ja. Ja, es stimmt schon. Mittlerweile haben wir die Weimarer Republik drüben in Deutschland. Aber die Republik, naja... Ich sag mal so, wenn man weiß, wie man all die sonst verschlossenen Türen öffnen kann, ist die Republik was Gutes. Nun ja, sind halt nicht alle gleich. Waren es noch nie. Habe ich das richtig verstanden gehabt, lieber Metzel, dass das jetzt der gut betuchte Mann ist, der vor uns steht? Ne? Ganz genau. Ja. Gut. Aber sagen Sie mal, was haben Sie denn eigentlich für eine Fabrik in drüben, in good old Germany?
Das ist der Moslem, den ablenkt für dich. Ja, ich wollte ihn eigentlich nur mal kurz mustern. Aber dieses Mal mustern, dass wir das jetzt auch richtig verstehen, einmal kurz rauf runter gucken und nicht den Dreiviertelstunde. Gut. So. Also, bei deinem Mustern wirst du ganz schnell feststellen, dass er als typischer Adel ziemlich enge Klamotten hat, die auch keine großartigen Taschen haben. Und sag mal, letztendlich das einzig wirklich Wertvolle an dem Kasper sind seine Orden, die er dick, fett, breit an der Brust trägt. Und auf dir auch immer ein wachsames drittes Auge hat, so auf die Art. Ja, klar. Während er sich mit dem Alten unterhält, was Deutschland macht, alles klar. Ja, genau, der steht vor dem Tisch, schaut nach unten und dann versuchst du aus seiner Brust hinweg vor Ort zu glauben. Hallo? Richtig. Ach, du Heilert. Ich wollte es nur wissen. Mhm. Das ist halt mein Steckenpferd. Ja, alles gut. Ich versuch den Charakter auszuspielen, was wollt ihr von mir? Also, der gute Karl-Georg Schlenkfreier von Richtenberg, Gesundheit, verfällt in ein tieferes Gespräch mit dem Herrn Moseland, um dem es halt dann um seine Fabriken geht, um dezente Sportarten, um die deutsche Geschichte. Die Vorzüge der Monarchie. Ja, so ungefähr. Wenn er sowas erwähnt, kriege ich ein leichtes Lachen vor. Kurze Frage, das Essen war vorbei. Wir sind jetzt im Grunde genommen nur noch da am Sitzen und unterhalten uns mit dem alten Satz. Im Prinzip erstmal, ja. Danke für die Theke. Im Prinzip erstmal mal, kommt dann noch ein zweiter Gang oder was? Nein. Mag sie davon, dass ich schon den gesamten Gang vorgelesen habe. Ja, deswegen. Es geht gleich weiter. Also erstmal ist noch der gute adlige Fuzzi bei euch. Ja, deswegen, es nervt mich, dass er mir da was erzählt. Deswegen würde ich gerne aufstehen und mich direkt an die Bar setzen. Ja, kannst du ja auch. Mach doch. Daraufhin wollte ich hin. Solange ich dir das nicht verbiete, kannst du das gerne machen. Ja, darauf wollte ich ja hinaus, weil wenn es noch was zu essen gegeben hätte, was umsonst ist, nämlich Müll. Nein, der Nachtisch war der Käse. Ja gut, alles klar, dann stehe ich auf, verbeugt mich einmal kurz vor der Dame. Verbeugt mich einmal kurz vor der Dame und Richtung Taverne. Mhm. Ich tue das Gleiche, ich verabschiede mich auch. Freue mich äußerst, Sie kennengelernt zu haben. In einem etwas nicht so gut gemeinten Ton. In seiner adligen Manier schaut er dich an. Er sieht zwar, dass du einen etwas feineren Anzug hast, aber er erkennt an der Allgemeinauftakelung her, dass du das auch nur zum Zweck dieser Reise machst und ansonsten wahrscheinlich weniger adlig sein bist. Wie gesagt, im Grunde, da es ja eher so ein feiner Pinkel ist, lasse ich den arroganten Ami raushängen. Mhm. Und da ist mir das sowas von egal, was er von mir hält. Ach ja. Ich bin eh der Geilste. Und ich gehe auch an die Theke. Bedanke mich nochmal für das Beisein der Dame beim Essen und man sieht sich dann. Sehr schön. Gut. Da die beiden Herren ja in ein Gespräch vertieft sind, ja. Ja. Setze ich mich direkt neben Emily und entschuldige mich für diesen Fauxpas von vorhin. Oder zweite Runde. So, dann möchte ich doch mal bitten, dass du das spielst. So. Emily, richtig? Es tut mir leid, das war vorhin nicht so wirklich ernst gemeint. Aber wie hätte ich sonst die Aufmerksamkeit auf mich ziehen können? Schön gerettet. durch negative Komplimente. Warum nicht? Offensichtlich hat es ja geklappt. Je nachdem, was Sie erreichen wollten. Nun, ich wollte mich endlich mal neben einer wunderschönen Frau setzen. Oh mein Gott. Gut, und stattdessen sitzen Sie jetzt neben einer Schreckschraube. Das ist natürlich dumm gelaufen. Ich muss dann jetzt auch leider auf mein Zimmer. Ich bin wirklich müde von der Reise. Und dann steht Emily auf und geht. Sie verabschiedet sich natürlich noch von dem adeligen Tischmann da und dem netten deutschen Arzt und geht dann wohl auf ihr Zimmer. Den netten deutschen Arzt? Ja. Wie erinnert dich jetzt den Songsound? Ich hau verärgert mit meiner Hand auf den Tisch und ruf den Heust her. Ruf den Heust her. Heust! Komm, ich brauche dich auch nochmal einen Whisky.
Auch wenn er wenig begeistert von der Art und Weise ist, wie er gerufen wurde, kommt er natürlich seinem Dienst entsprechend an und er fragt nochmals, was sie gerne möchten und bringt dir dann dementsprechend noch deinen Whisky. So, aber jetzt mal kurz, die Emily geht jetzt definitiv auf ihr Zimmer? Ja. Gut, das wollte ich schon wissen. Also, Emily hat den Waggon verlassen. So, dann verabschiede ich noch nicht. Dann der gute Damien. Ja, bitte. Als alter geiler Typ. darf ich dich einmal auf Horchen würfeln lassen? Mich auf Horchen? Horchen, warte. Wo habe ich das? 50. 50, ne? Ja, genau. 50. Komm, das musst du doch packen, Dave. Nicht Verborgenes erkennen, sondern Horchen. Horchen. Okay. 26. Was dementsprechend sogar egal gewesen wäre, weil beides der gleiche Wert ist. So, warte mal, ich schreibe mir das gerade mal auf, dass du Horchen 1 hast. Achso, ja, genau. Horchen muss ich mir Horchen. So. Ich habe auch schon Haken gemacht. Dann der gute Robert darf auch einmal auf Horchen würfeln. Das wird hart. Jetzt wird's hart. Aber ich souverän gemeistert. Alter Vater. Tonno, du geiles Stück. Das ist schon das zweite Mal, dass du heute auf Horchen es schaffst. Und darf nicht nur ein Kreuz machen. Genau. So, und dann darf noch, wer ist noch anwesend? Der gute Patrick, der darf auch mal auf Horchen würfeln. Der ist in Würfeln großartig. Der ist wunderbar im Würfeln. Da darf der auch eine 25 darf der erreichen. Tja, du Pfeife. Der hat nur einen Lucky 7. Also, während die gute Emily auf ihr Zimmer geht, Patrick mit sich selbst beschäftigt ist und Reinhard ein immer noch faszinierendes Gespräch über den deutschen Hochadel mit dem guten Freiherr da zusammentrommelt, bemerken unterdessen Damien und Robert ein Streitgespräch am Nachbartisch. Nämlich zwischen dem Mann Mitte 50 und dem Mann Mitte 20. Auch was für ein Streitgespräch oder einfach nur, dass sie streiten? Ich komm jetzt dazu, pass auf. Okay. Der jüngere Mann wirkt sehr nervös und scheint unter sehr großem Druck zu stehen. Er fordert seinen Gegenüber immer wieder auf, ihm Blätter zu geben, die mit auf dem Tisch liegen. Außerdem äußert er mehrfach den dringenden Wunsch, sich an das Klavier setzen zu müssen und spielen zu wollen. Während er so hektisch ist, tut der ältere Mann versucht er mit beruhigender Stimme auf sein Gegenüber einzureden. Also hab ich das jetzt richtig verstanden? Der Jüngere versucht den Älteren dazu zu bewegen, dass er sich ans Klavier setzt und spielt? Nein, andersrum. Der Jüngere möchte A, die Blätter haben, ja, und möchte sich B, ans Klavier setzen und spielen. Okay. Wir haben das mitbekommen, der Robert und ich. Genau. Ich hab mich gerade ein bisschen interessiert. Ja gut, das ist jetzt die Frage, ne? Ob mich das jetzt auch interessiert. Das müsst ihr wissen. Ja, das ist ja die Frage. Ja gut, gibt's da was zu holen, ne? Ist die nächste Frage. Aber da ich ja einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe und auch gerne Menschen helfe, ich mal gemütlich rüber. Entschuldigung, meine Herren, es ist nicht zu hören gewesen, dass sie sich streiten. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich möchte dies beobachten. Der ältere Mann spricht dich sofort mit ruhiger Stimme an. Nein, entschuldigen Sie bitte, wenn wir Sie gestört haben. Mein werter Schützling hier ist etwas aufgebracht, ja. Aufgebracht! Ich glaub, du spinnst! Gib mir endlich die Blätter! Ich muss an das Klavier! Ich muss spielen! So, das habe ich dann jetzt auch mitbekommen, denke ich mal. Ich gehe dann zu dem Herrn hin, der ihm nicht die Blätter geben möchte, und versuche ihn zu überreden, dass er ihm doch gerne die Blätter geben möchte. Ich halte das für jetzt keine so gute Idee, wenn wir ihnen die Blätter geben. Sie müssen mich entschuldigen. Dr. Albrecht Damm, mein Name. Ja, gut, Herr Damm, dann erklären Sie sich, warum ist das keine so eine gute Idee? Ja, mein werter Schützling hier. Ich bin nicht, du bist nicht mein Vormund. Ich muss nicht bevormundet werden. Leicht, ich sag mal erregt. Ja, ein bisschen.
steht der junge Mann auf und begibt sich doch dann, er wird, wie gesagt, auffällig, steht auf, schreit sein Gegenüber an und dann verlässt er erstmal den Waggon, ohne ein weiteres Wort. Okay, ist das nicht jetzt auch Powerplay? Weil ich wollte ihn eigentlich aufhalten. Nein, ich bin der Spielleiter, ich sag, der macht das so. ich frag den, wie hieß der nochmal? Ich muss mir nochmal aufschreiben. Der Herr Dr. Damm. Okay. Ich bin der Spielleiter. Herr Damm, Dave, du bist schon mal auf die Fresse gefallen, dass du so das Spielleiter zu ärgern, gell? So, ja, Tonno? Herr Damm, um was für Blätter handelt es sich denn, was der Junge unbedingt haben möchte? Wie gesagt, also der gute Mann, der hier eben etwas gereizt rausgegangen ist, das ist Jan Marek Rachmanik. Er ist ein tschechischer Musiker. Er ist sehr, sehr begabt, auch wenn er recht schlecht lesen und schreiben kann. Also das Einzige, was er eigentlich wirklich kann, ist Noten lesen und am Klavier ist er wirklich ein absoluter Virtuose. Und warum lassen Sie ihn nicht spielen? Also dementsprechend darf ich Ihnen, wenn Sie wollen, zeige ich es Ihnen gerne. Es geht um diese Blätter hier. Also der Herr Damm schiebt die Blätter rüber und versucht euch zu erklären, dass die Fixierung Rachmaniks auf diese Notenblätter einen psychischen Hintergrund hat. Er macht natürlich keine Geheimnisse aus diesen Blättern. Diese liegen in einer alten Mappe, die einst einem gewissen Erich Zann gehört hatten. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ihr beide steht da. Was macht denn eure Bildung? Meine ist bei 15. Hast du doch so viel Bildung. Robert Saunders. Bildung. Ich hab Highschool, Oberstufe, Gymnasium. Ich guck gerade mal, was da gibt. Es geht jetzt nämlich darum, die Noten zu erkennen. Medizin. Das könnte man ja als Wert nehmen. Kunst. Musik ist doch auch eine Art von Kunst. Ja, doch. 5%. Richtig, habe ich nämlich auch den Grundwert. Also kennen wir beide gar nichts. Ihr könnt aber trotzdem mal sehr, sehr gerne drauf würfeln, meine lieben Freunde. Darf ich anfangen? Ja, fangen wir schon an, Dave. 83, okay. Das war mal ein Satz. Ich habe ja schon zweimal Glück gehabt, ne? Ja. Also, Tonno, sag mal so ganz. Das würde ich jetzt mal sehen. 92. Okay, wer von uns beiden hat jetzt den kritischen Misserfolg? Keiner. So, ihr schaut auf die Notenblätter. aber für euch stehen es sieht halt einfach aus wie Klaviernoten. Ja, wie Notenblätter halt. Ja, wie Noten. Genau. Ja, ganz also genau. Wir können sie nicht lesen oder spielen. Nein. Ihr seid dumm wie Bohnenstroh. So. In dem so. Bereich kein Problem. Das war hart. So. Euch fällt allerdings noch auf, dass der gute Dr. Damm aber sehr, sehr vorsichtig mit diesen Blättern umgeht. Sehen sie noch sehr alt aus? Nee, eigentlich nicht. Er erklärt aber seinen Umgang mit der psychologischen Bedeutung für Rachmanik. Und einer doch nicht auszuschließenden, irgendwie gearteten kunsthistorischen Bedeutung. Okay. Also, er hängt halt sehr an diesen Noten. Er ist das Werk gerade noch am Verfassen. Wie gesagt, er ist ein Klaviervirtuose. Er gibt hier eine Konzertreihe. Ich möchte jetzt nicht wirklich Werbung machen, aber ich kann Ihnen nur empfehlen, vielleicht mal zu einem Konzert von ihm zu gehen. Es ist wahrlich faszinierend, was dieser junge Mann am Klavier so alles kann. Sie sagten, diese Notenblätter waren von Erich Zann, war richtig? Die auf der Mappe, ja. Muss man ihn kennen? Also gibt es da irgendwas Besonderes über ihn, diesen Mann zu wissen? Nein, also nicht, dass ich wüsste. Ich habe die Mappe auch nur aus dem Notenarchiv mitgegriffen. Und der Name war auch drauf. Ich weiß nicht, ob ich es versäumt habe, den Namen zu ändern. Auf jeden Fall, er hat eigentlich keine weitere Bedeutung. Ich kenne den Mann persönlich auch nicht. Mr. Rachmanek. Nein, das ist jetzt der Damm. Der Rachmanek ist der. Der Mr. Rachmanek. Achso. Ich rede über ihn. Lebt er denn hier in der USA oder ist er jetzt nur auf der Durchreise? Nein, wir sind nur auf der Durchreise. Also, wir sind für die Tournee hier drüben und werden dann auch wieder
nach Europa übersetzen, sobald das vorbei ist. Okay. Gut. Dann setze ich mich halt wieder bar und hoffe, dass er ihn irgendwie beruhigen kann. Ja, er ist ja gegangen. Ja. Achso, er ist auch gegangen. Nee, der Rahman. Nee, ich meinte den Herrn Damm. Dem geht's gut, der ist die Gelassenheit in Person. Ich hoffe, Sie werden mit dem jungen Herrn zurechtkommen und ihn beruhigen können. Ich wünsche ansonsten noch eine weitere. Ja, wünsche ihn auch und keine Sorge, das ist schon fast Alltag mit meinem werten Kollegen. Also Künstler. Ja, anders. Ich wüsste nicht, wie ich es anders beschreiben könnte. Aber vielen Dank, dass Sie sich Gedanken gemacht haben. Kein Problem. So, Damien, was machst du? Ja, da ich ja in dem ganzen Gespräch so gut wie nichts tun konnte, setze ich mich natürlich. Ich bin Kontrollfreak. Darum geht's nicht. Setze ich mich jetzt einfach auch wieder mal an den Tresen und sauf mir ein. Sehr schön. Der gute Freiherr hat auch mittlerweile sein Gespräch mit dem guten Reinhard beendet. Verabschiedet sich und zieht sich in sein Zimmer zurück. Mhm. Etwas Zeit später geht die Waggontür auf und Rachmanik betritt erneut den Speisesaal, ist etwas zerstreut und bekommt darauf zur offensichtlichen Beruhigung von Dr. Damm erstmal ein paar Pillen. Nach der Einnahme dieser Pillen setzt er sich an das Klavier, was im Raum steht, und lässt die Gäste an seinem wirklich überragenden Klavierspiel teilhaben. Er gibt einige Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven und Maurice Rival zum Besten. Sein Spiel beinhaltet keinerlei übernatürlichen Elemente. Abgesehen von seinem herausragenden Talent und einer ganzen Reihe kleiner Macken, die der Künstler bei seinem Spiel erkennen lässt. So verdreht er die Augen und den Kopf, zieht Grimassen und wippt in einem Gegenrhythmus mit seinem Fuß.